Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Runde Shisha-Team hier bei uns. Beim Shisha-Team. Ja, wir haben uns ein neues Produkt rausgesucht für euch. Heute wieder kein Tabak, sondern wir bleiben in der Reihe Shisha-Ofen. Wir haben euch beim letzten Mal den Flamesmoke vorgestellt. Und heute haben wir dieses wunderbare Prachtstück für euch. Ich zeig's schon mal kurz in die Kamera. Bam, 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 bam. Dieses gute Stück ist der Tablet Smoke. Und ja, wie ihr vielleicht gerade schon gesehen habt, erinnert das Ganze ein wenig an einen Kaminaufsatz. Ja, mit ein paar Vorteilen, vielleicht ein paar Nachteilen. Wir werden es gleich erläutern. Ich finde dieses Teil echt schnittig. Ja. Also es sieht irgendwie mega cool aus. Für so einen Shisha-Kopfaufsatz finde ich es mega stylisch, wie dieses ganze Ding verarbeitet ist. Das fällt mir richtig gut. Ja, das könnte theoretisch sein. Krasse sein. Nur dass die Spitze fehlt. So, wie beim Flamesmoke haben wir hier auch wieder Aluminium. Und das Ganze ist auch einfach wirklich super geil verarbeitet. Man hat hier wieder ein paar Rillen drin. Das sieht man, oder das habt ihr wahrscheinlich gerade in einem kleinen Video gesehen. Auch wieder eingefräste Rillen, damit die Kohle einfach länger anbleibt und nicht ausgeht. Hey. Hallo! Hey. Das ist halt ein Zweiteiler, ihr könnt hier oben das Stückchen noch abschrauben. Warum? Keine Ahnung, wird wahrscheinlich produktionsbedingt sein. Ich schätze mal, weil das Teil gefräst ist und kein Aludruck oder Aludruckus oder sowas ist, dass man einfach Material sparen wollte beim Fräsen. Das könnte sein. Sieht auf jeden Fall mega schnittig aus. Und ja, wie ihr vielleicht gerade schon in dem kleinen Video gesehen habt, ihr habt hier wieder ein paar Rillen eingefräst, damit einfach die Kohle länger anbleibt und nicht ausgeht. Und auch gut gelocht, dass ihr halt wirklich eine, einfach gar keine Probleme habt, wenn ihr da die Kohle draufpackt. Ihr habt einen super Durchzug, ihr habt eine super Hitzeentwicklung und könnt halt auch nach wie vor 3 Kohlen drauf machen, seht ihr ja da oben. Und zwar haben wir uns gedacht, wir rauchen heute mal den Froster Peach von Start Now. Und das ist so ein Tabak, der ist wirklich übertrieben kalt. Haben wir schon mal getestet. Schaut euch auch gerne das Video an. Da oben überall. Und ja, da dachten wir uns, gut, der Tabak lässt sich eigentlich richtig gut rauchen vom Geschmack her. Wenn ihr nicht die volle Hitze habt, wenn ihr wirklich viel Hitze habt, dann wird er extrem kalt. Und was soll man sagen, mit 3 Kohlen auf dem Teil drauf entwickelt es so viel Hitze, dass der hier am Anfang wirklich extrem kalt war. Und wir konnten den kaum rauchen. Also von der Hitzeentwicklung ist das Teil wirklich, wirklich gut. Und durch das Alu wird auch die Hitze extrem gut verteilt. Ihr habt nirgends, wenn ihr die Kohle irgendwo hinlegt, so sage ich mal Hotspots, dass da nur wirklich die Hitze ist. Es verteilt sich wirklich alles gleichmäßig auf den ganzen Tabak. Und wie du schon sagtest, der Durchzug wird null vermindert. Also raucht sich wirklich ganz normal wie mit einem normalen Kaminaufsatz. Nur ich finde das Teil wesentlich cooler, muss ich sagen. Erstmal, weil ihr nicht dieses klobige Gitter darauf habt. Und zweitens, weiß nicht, weil das Ding einfach irgendwie so klein unscheinbar aussieht. Ja, genau. Aber es ist minimalistisch gehalten. Richtig. Funktioniert aber trotzdem mega gut. Ja, und kommen wir gleich noch zum Preis, der ebenfalls relativ minimalistisch gehalten wurde. Der Preis ist mega. Weil für dieses wirklich super verarbeitete Stück Aluminium habt ihr einen Preis von 20,95, genau. Also knapp 21 Euro. Ist vollkommen okay. Also, ja. Wenn ihr einen hochwertigen Kaminaufsatz kauft, der wird auch ähnlich teuer sein. Oder ähnlich günstig, wie ihr wollt. Und dafür wirklich extrem nice. Ja, was mir noch dazu einfällt, das ist wie bei allen Shisha-Ofen-Aufsätzen so, dass ihr den am besten mit auf den elektrischen Kohleanzünder packt, um den einfach vorzuheizen. Denn anders als beim normalen Kamin habt ihr hier eben, was sind das, 5 mm, 8 mm dickes Aluminium, was ich erstmal hitzen muss. Und das haben wir gerade nicht gemacht und dann hat er wieder eine relativ lange Anrauchphase, ja, bis das ganze Material erstmal erhitzt ist. Deshalb immer schön vorheizen und dann geht es auch gleich los damit. Und vor allem man hat einfach direkt den Tablet Smoke überm Tabak. Also da lasst ihr auch wieder so eine kleine Luftschicht.
Aber es ist halt besser als bei einem normalen Kamin, wo man einen normalen Aufsatz hat und dann dieses Gitter draufsetzt, wo relativ viel Abstand noch da ist. Und, was halt wirklich noch richtig gut ist, hier habt ihr kein Gitter, was einfach mal schnell wegbrennt. Also bei unserem Kamin ist es einfach wirklich nach einem halben Jahr, hatten wir im letzten Video schon gesagt, dass dann irgendwo das Gitter rostet und porös wird und einfach durchgebrannt wird. Mhm. Kann euch hier nicht passieren. Nö, der hält mit Sicherheit auch durch, bis ihr sterbt oder so. Weiß ich nicht. Gedacht ist dieser Aufsatz hauptsächlich für Ton- und Silikonköpfe. Ihr seht es auch, wir haben jetzt den Tonkopf benutzt. Wir haben immer noch zwei andere Köpfe mitgebracht, die Sapphire Powerball auf der einen Seite. Ja, prinzipiell würde der schon echt gut hier reinpassen. Aber ihr seht es, ihr habt dann quasi keinen Platz mehr für Tabak. Deshalb, der wäre zu groß. Anderes Extrembeispiel, der Hotshot. Ja, wenn man den da raufsetzt, dann, ich weiß nicht, ob man es sieht in der Kamera, ja, passt dann liegt er halt nicht richtig auf. Genau, also er sitzt dann sehr wackelig. Der wäre zu klein. Also darauf müsst ihr achten, den richtigen Durchmesser zu nehmen an Kopfgrößen. Ja, und diesmal mache ich es richtig. Die 60 mm Standardtonköpfe sind dafür perfekt geeignet. Genau, ja, und damit würde ich sagen, haben wir eigentlich auch schon wieder alles Wichtige gesagt. Ja, kleines Fazit. Ich würde mir dieses Ding sowas von kaufen, wenn wir es nicht schon vom Tommy zur Verfügung gestellt bekommen hätten zum Testen. Stimmt. An dieser Stelle also auch nochmal vielen lieben Dank an Tommy vom Shisha-Ofen, der uns hier echt super versorgt hat, um euch diese Sachen hier näher zu bringen. Schaut auf jeden Fall mal auf der Seite vorbei. Es gibt noch viele coole andere Aufsätze, die ihr entweder auch schon bei uns gesehen habt oder die noch kommen. Zwinker, zwinker. Ja, absolute Kaufempfehlung von mir. Wie seht ihr das? Ja, ich mit? Finde ich auch auf jeden Fall, auch für den Preis kann man nichts falsch machen. Ihr zahlt halt einmalig und ja, müsst euch dann eigentlich keinen anderen Kamin oder so noch holen, weil es läuft einfach wirklich super flüssig, kein Problem damit. Selbst beim Abwaschen, ja, um den sauber zu kriegen, auch easy peasy. Ja, weiß nicht, was man noch sagen könnte. Da sei vielleicht nochmal gesagt wegen dem Abwaschen, ja, das ist vielleicht logisch für einige von euch, für andere eher nicht so, aber benutzt doch bitte eine saubere Kohlezange, um diesen Tablet-Smoke irgendwie anzuheben oder anzufassen, wenn er heiß ist, und keine schön verschmierte Tabakzange. Weil wir können es nur oft genug sagen, Tabakzange ist Tabakzange und Kohlezange ist Kohlezange. Also von daher eigentlich logisch. Und dann kriegt ihr den super sauber. Einfach schön abschrecken, wenn er heiß ist. Das geht einfach mit lauwarmem Wasser oder mit kaltem Wasser. Dann könnt ihr den sofort anfassen, wenn ihr den kurz abgeschreckt habt. Und dann einfach mit Seife ein bisschen sauber machen. In den Schrank stellen oder wieder auf den Kopf drauf und den nächsten Kopf drauf. So sieht's aus. Ja, was soll man dazu sagen? Ich würde sagen, wir verabschieden uns einfach an der Stelle. Wünschen euch noch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen Morgen. Wann auch immer ihr dieses Video seht. Schön gesagt. Und danke. Ja, dann sehen wir uns bei einem nächsten Video wieder. Vergesst nicht, uns zu abonnieren, wenn ihr das nächste Video nicht verpassen wollt. Lasst uns auch gerne den Daumen da, wenn euch das Video gefallen hat. Und checkt natürlich auf Facebook, Instagram von uns, vom Tommy, vom Shisha-Ofen. Einfach alles, ihr wisst es doch selber. Ja, alles liken, alles abonnieren. Helft uns sehr. Wir freuen uns. Tschüss. Ciao. Ciao. Ja, euer Shisha-Team. Macht's gut. Thanks. Ich will die Tränen. Ihr wisst, dass das jetzt in die Outtakes kommt. Haha. Die Aufnahmen? Ja. Scheiße.